So, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem relativ kurzen 360-Grad-Video, welches ich angefertigt habe auf meiner letzten Korsika-Reise. Ihr seht mich hier noch auf der Fähre, wie ich mir den Schlaf aus den Augen reibe, bin noch nicht so ganz fit. Wir sind angekommen in der Früh um 8 Uhr, haben die Nachtfähre genommen und haben einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben können. Im Norden gab es ein kleines Gewitter, das hat uns aber nicht weiter gestört, weil der Rest der Reise eigentlich sehr, sehr sonnig verlief. Wir sind dann in Bastia in der Früh um 8:30 noch zum Frühstückessen gegangen. Da gibt es so Formülen, nennt sich das. Also sprich ein normalerweise ein Croissant oder eine Blätterteigtasche und einen Kaffee dazu. Dann waren wir noch ganz kurz in Bastia und haben uns dann auf die Motorräder geschwungen und sind weiter Richtung Berge gefahren zum Monte Cinto. Da war dann unser Campingplatz. Der Monte Cinto ist der höchste Berg auf Korsika mit knapp 2700 Metern. Den habe ich in einem anderen Video mal bestiegen, aber hier nicht. Hier ging es ausschließlich ums Motorradfahren. Da waren wir vorher noch an einem Stausee. Mein Begleiter, der Eddie und ich. Und dann haben wir an einer sehr, sehr schönen, sehr gemütlichen, man würde das Bed and Breakfast nennen, auf Neudeutsch Unterkunft übernachten können, direkt am Stausee. Haben eine wunderbare Aussicht gehabt. Der einzige Wermutstropfen war, dass die Zufahrt ziemlich steil war, mit einem großen Schlagloch versehen. Das mussten wir dann immer umschiffen. Und dann sind wir am nächsten Morgen Richtung Landesinnere gefahren, in die Berge hinein, bei wunderschönem Wetter, strahlender Sonnenschein. Wir hatten teilweise an die 30 Grad und haben uns dann in den Bergen erstmal durch das Tal Richtung Korte bewegt. Das war der nächste Stopp. Dieses Tal war an dem Tag eigentlich sehr verkehrsleer. Manchmal fahren hier Lastenzüge durch und die kennen dann nichts. Die biegen dann einfach um die Kurve, hupen vor kurz und da muss man schnell ausweichen, weil die Wege doch sehr eng sind. Korte an sich ist ein sehr, sehr lohnenswerter Ort, hat einen wunderschönen Platz in der Mitte am Hügel. Da haben wir dann den zweiten Kaffee des Tages genossen. Ich bin dann noch ein bisschen auf der Suche nach einem Souvenir gewesen. Eddie hat sich dann ins Café gesetzt und schon mal reserviert. Und da waren wir dann auch noch eine knappe Stunde. Im Verlauf der weiteren Reise waren wir dann natürlich unten in Bonifacio. Das ist sicherlich ohne jeden Zweifel die schönste, zumindest faszinierendste Stadt Korsikas, ganz unten im Süden, weil diese Stadt direkt an der Klippe gebaut wurde und eine reichhaltige Geschichte beinhaltet. Sollte man auf jeden Fall mal besucht haben. Ist allerdings im Juli, August ziemlich überlaufen. Also hier würde ich euch anraten, eher im Mai zu den Pfingstferien zu kommen oder halt dann Ende August oder Anfang September. Da ist es noch sehr, sehr schön, sehr warm. Man kann an der Promenade entlang gehen und den Booten zuschauen und den Fischern. Manchmal kommt da auch ein Ausflugsboot rein. Dann sind wir weiter von Bonifacio an der Westküste Richtung Norden gefahren und der nächste Stopp war dann Porto Ota. Und auf dem Weg dahin gibt es natürlich sehr, sehr viele, sehr schöne, sehr saubere, auch korsische Sandstrände. Da haben wir uns natürlich dann auch noch eine kleine Mittagspause gegönnt. Und einer der absoluten Highlights auf dem Weg nach Porto sind die Calanques de Porto. Oder die Calanque de Piana. Piana ist der Ort, wo diese Calanque vom Süden kommend anfangen. Da muss man unbedingt einen Fotostopp einlegen. Und in Porto Ota selber dann angekommen, habe ich erneut, das habe ich ja bei meinen früheren Korsika-Reisen schon gemacht, den Genuesenturm bestiegen, der mehr oder weniger das Wahrzeichen von diesem Ort ist und von welchem aus man eine wunderbare Rundumsicht hat. Über den Strand von Porto, über den Hafen von Porto, über das Naturschutzgebiet La Girondata im Norden. Und auch hier kann ich jedem nur raten, das sind knappe 3 Euro, den Eintritt zu bezahlen, um von dort oben die Aussicht zu genießen. Der Ort selber hat einen Sandstrand, den man auch als Tourist besuchen kann. Der kostet nichts und an dem man sich allerdings ohne Schatten sehr gut mal kurz hinlegen kann zum Sonnebrutzeln. So, das ist jetzt der Strand von Porto Ota und ich war schon 4-mal auf Korsika, also das ist jetzt das 5. Mal. Aber hinter mir das Meer habe ich noch nie so ruhig gesehen. Jetzt haben wir knapp 12 Uhr am Mittag und normalerweise, also die letzten 4 Male, war das Meer so unruhig und die Wellen so hoch, dass wir fast nicht ins Wasser gehen können. Ist auch ein bisschen gefährlich, weil es hier eine Strömung gibt und es geht relativ schnell ziemlich tief rein. Also für Kinder zum Baden, das ist für mich der geeignetste Platz. Für Erwachsene schon eher, aber selbst für Erwachsene kann es manchmal recht schwierig sein, wenn hier das Meer stürmt und die Wellen an den Strand schlagen. Aber jetzt ist es schön ruhig
Danach vielleicht ein bisschen reingehen und sich noch ein bisschen in die Sonne legen. Da hinten an den Felsen kann man übrigens wunderbar klettern gehen. Kletterer da, die dann so die ersten Kletterversuche haben. Und ich bin dann vor allem links von mir sieht man jetzt den Turm von Porto Rota, das Wahrzeichen. Und da schlägt auch gerade der Bademeister die Flagge auf, dass man weiter hinten eben nicht ins Meer gehen soll, aufgrund der Stimmung. Und vor allem, weil natürlich die Boote raus und reinkommen, die Ausflugsboote, das sind auch die Bojen zur Kennzeichnung, da sollte man auch nicht baden gehen, aber hier geht es wunderbar. Der letzte 360-Grad-Stopp war für mich persönlich Nonza, ein schwarzer Sandstrand ganz oben im Nordwesten von Korsika. Da habe ich mich noch ganz am Schluss der Korsika-Reise in ein wunderschönes Café gesetzt. Und somit endet auch dieses Video mit diesem Eindruck.